Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Ich habe was Cooles, aber auch was Verstörendes rausgefunden. Es ist cool und es ist aber irgendwie auch seltsam, dass das geht. Ich gehe mal ins Inventar. Guckt mal, ich habe einen Medium-Kacke-Haufen im Inventar, ja? Fällt euch was auf? Man kann Use Item machen. Genau wie bei den Bären auch. Was kann das wohl bedeuten? Soll ich das mal tun? You ate raw or rotten food. Your health is decreasing. Ich habe gerade Kacke gegessen. Es ist nicht nur so, dass man in Ark kacken kann. Man kann die Kacke aufheben und selber essen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, seit wann das schon geht. Es ist mir vorher nie aufgefallen, sagen wir es mal so. Man kann seine eigene Kacke essen. Und auch die Kacke der Dinos kann man essen. Es ist unglaublich. Also ich weiß jetzt nicht, was dieses Feature für einen Sinn hat. Ja, aber es geht. Man kann offensichtlich Kacke essen. Und ich weiß nicht, ob ich mich darüber wundern soll oder darüber freuen. Übrigens, liebe Kinder, hier sind Profis am Werk, die ihr Fachwerk verstehen, ja, ihr Handwerk. Also ihr macht das nicht zu Hause nach. Also ihr, wenn ihr zu Hause Kacke habt, dann drückt ihr nicht auf Use und esst die. Ja, das macht ihr nicht. Ganz schlecht. Ganz schlechtes Karma. Gott, ey. Man kann sich, glaube ich, dann auch durch Kacke essen töten. Kann das sein? Weil ich verliere jedes Mal Leben, wenn ich das mache. Das ist so, als wenn man verrottetes Fleisch isst. Gott, ey, guckt euch das mal an, wie mein Lebensbalken runtergeht. Alter Schwede. Man kann Kaka essen. Es ist voll die anale Phase hier, ey. Nee, den großen Haufen, den esse ich jetzt nicht. Das machen wir nicht. Der Haufen ist ja halb so groß wie ich, ey. Das ist ein bisschen vermessen, wäre das. So. Was habe ich jetzt vor in dieser Folge, außer meinen eigenen Dung zu fressen? Ich möchte jetzt gerne mal auf den Ketzer-Plattformen irgendwas Sinnvolles draufsetzen. Also zumindest schon mal so ein kleines Häuschen oder so. Zum Glück habe ich ja dafür auch genug Ressourcen am Start. Oder sollte ich zumindest haben, muss ich mal gerade gucken. Hier haben wir die Blueprints, die wir dafür brauchen. Und ja genau, ich habe... Also Cementing-Paste habe ich genug. Hoffe ich. Und hier haben wir ja noch Metal-Ingos. Die können wir gleich mal umverfrachten. So. Also auf den Ketzal-Plattform-Sattel kann man sage und schreibe 40 Strukturen draufsetzen. Das Problem ist jetzt, alles, was man da draufsetzt, zählt als Struktur. Jede Kiste, jede Kiste zählt als Struktur, jede Leiter zählt als Struktur, jedes verdammte Fenster zählt als Struktur hier, selbst die Metal Windows, die Klappen, die zählen auch als einzelne Struktur. Das heißt, 40 Strukturen sind extrem schnell weg, ja. So, und damit wir das möglichst effizient halten, würde ich sagen, mache ich mal eine Foundation erstmal. Und die platzieren wir dann möglichst sinnvoll. So, wo ist sie denn? Da ist sie. Denn ich möchte ja auf jeden Fall auch einen Generator auf dem Plattformsattel drauf haben. Und auch so ein paar Eisenschmelzen. Das heißt, das Haus, was ich da hinten drauf setze, das darf gar nicht so groß sein. Das sollte relativ überschaubar sein. So, wie macht man das jetzt am blödesten? Also erstmal versuchen wir das halbwegs mittig zu setzen, damit es nicht so doof aussieht. Und vielleicht etwas weiter hinten. Nach vorne kann man es ja immer noch ausbauen. So. Erstmal so. Und den Rest von der Plattform versuche ich aus diesen Dachplatten zu machen. Und ich würde sagen... Also jetzt haben wir eine Struktur gesetzt. Das ist jetzt echt wichtig. Ich muss jetzt quasi mitzählen, ja, wie viel ich gesetzt habe, damit ich ungefähr weiß, wann ich aufhören sollte. So. Haben wir denn die Dachplatten hier noch? Warum habe ich die denn hier nicht? Ich war der Meinung, ich hätte die. Moment. Muss ich hier nochmal reingucken? Nee, wieso habe ich die hier nicht? Okay, da muss ich nochmal... Da muss ich nochmal zurück in die alte Base fliegen. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ich hier alle Blueprints habe, die ich brauche, aber anscheinend ist dem nicht so. Dann machen wir jetzt mal kurz eine kleine Flugreise.
Das sieht irgendwie komisch aus, wie dieser Klotz da hinten drauf hängt. Oder irgendwie ist das seltsam. Irgendwie sieht das merkwürdig aus. Weil es sieht auch nicht wirklich ausbalanciert aus. Wenn dann da hinten auch noch ein Haus drauf sitzt. Naja. Schauen wir mal. Ich will ja nicht unken. Ich will ja nicht gleich wieder rumunken oder so. Aber trotzdem, irgendwie sieht das seltsam aus. Vielleicht ist es auch keine schlechte Idee, die Sachen erstmal aus Holz vorzubauen. In dem Sinne könnte ich natürlich erstmal wieder umkehren. Weil ich kann das alles ja dann ersetzen. Ich kann das ja alles, genau, ich mache das so, damit ich euch jetzt nicht irgendwie mit einer Flugreise langweilen muss. Ich baue das alles erstmal aus Holz vor. Und dann ersetze ich die Sachen, die ich aus Holz da drauf gesetzt habe, durch Metall, wenn ich dann die Blueprints an den Start geschafft habe. Aber die Foundation da, die kann ja erstmal bleiben. Die ist ja nicht falsch, die ist ja richtig. Aber irgendwie, Moment, irgendwie, irgendwas sagt mir, dass das doch nicht so gut ist, was ich da hinten drauf gebaut habe gerade. Weil guckt mal, wenn ich das jetzt irgendwie halbwegs mittig machen möchte und das Haus nicht nur eine Einheit lang sein, also breit sein soll, dann müsste ich ja hier noch was ran und hier noch was ran. Das ist ja voll riesig dann. Nee, wir machen das nochmal weg. Das ist blödsinnig gesetzt gewesen. Ich mache nochmal zwei Metal Foundations. Und zwar so. Ist ja egal, da kriege ich ein bisschen Erfahrungspunkte noch mit, ne? Lohnt sich ja. Guck mal, man sieht sogar leicht den Sprung. Das ist gar nicht so verkehrt. Das muss jetzt nämlich wirklich ein bisschen überlegt sein, dass es nicht irgendwie Banane aussieht, dass wir da hinten drauf bauen. Das soll schon irgendwie halbwegs nach was aussehen. So, jetzt kommt natürlich die schwierige Aufgabe des Setzens. Jetzt muss ich mal schauen. Ich mache das mal in der K-Ansicht. Da kann man den Abstand besser beurteilen, aber jetzt irgendwie gerade nicht. Irgendwie sieht man gerade nichts. Normalerweise klappt das aber immer. Verstehe ich gerade nicht. So, also das hier wäre mittig. Na, muss ich mal schauen. Glaubt ungefähr so, wenn ich zwei nebeneinander setze, müsste es auch wieder mittig sein. Ja, könnte hinkommen. Okay, dann machen wir das mal so. Hier daneben auch noch eine. Ja. Es ist fast mittig. Die hier ist ein bisschen weiter innen als die hier, die ist weiter außen. Aber das passt so, würde ich sagen. Ist erstmal gut. Für die Foundations ist erstmal gut. So, jetzt muss ich mal gucken, habe ich Holz? Wäre jetzt so ein Rohrkrepierer, wenn ich nicht mal Holz hätte. Mal schauen. Oh gut, ich habe Holz. Wenigstens das. So. Dann machen wir mal... Hier, genau, Wooden Ceiling, da machen wir mal zwei. Dann eine Tür mit einer Tür, also ein Eingang mit einer Tür. Und genau, zwei Wände gleich noch mit. Machen wir da hinten mal so ein kleines Haus drauf. Bin mal gespannt. Oh, ich sollte mal was essen. Musste mich ja jetzt gerade von der Kacke erholen, die ich gegessen habe. Und da muss man dann wieder ein bisschen was essen. Also was Richtiges, was Ordentliches. So. Gucken wir mal. Kann ich denn jetzt hier vorne dran die Platten setzen? Wow. Wow, wow, wow. Ja, das geht. Kann ich dann hier überhaupt noch Platz nehmen? Ja, mein Kopf steckt dann zwar oben in der Foundation drinne, aber wenn ich dann absteige, stehe ich auf der Foundation. Das ist irgendwie auch cool. So, kann ich jetzt noch aufsteigen? Ja, muss auf den Hals drauf springen, aber ich kann noch aufsteigen. Irgendwie sieht das seltsam aus. Ich hätte es weiter nach hinten bauen sollen. Ich blöd Mann. Ich dödel. Damit ich vorne mehr Platz habe. Ja, das sollte ich mal lieber tun. Das ist sonst komisch, oder? Sonst ist das immer so gefährlich mit dem Aufsteigen. Guckt mal, ich kann von hier aus nämlich nicht aufsteigen. Nee, das ist doof. Gut, dass ich das jetzt aus Holz vorbaue.
und nicht mein ganzes Metall jetzt hier in die Aktion reinsemmel. Aber an sich kann ich schon mal eine Tür bauen. So. Und die Wände kann ich auch schon setzen. So. Wand. So. Gut, da muss man ja voll auf... Huch, wo hänge ich denn fest? Warum... Hä, warum... Warum komme ich denn hier jetzt nicht in die Tür? Oh, ich bin zu dick, glaube ich. Boah, muss man ja voll durchquetschen. Was ist das denn, ey? Krass. Wie man sich... Oh, da muss man voll aufpassen, wenn man da beim Fliegen irgendwie ins Haus will. Ich muss hier noch so eine Rampe hinmachen wahrscheinlich. Oder steht der Ketzer einfach nur gerade zu schief? Ich glaube, der Ketzer steht zu schief. Das ist es, glaube ich. So. Jetzt habe ich gar nicht mitgezählt. Jetzt habe ich... Moment, jetzt habe ich... 4... Ach, keine Ahnung. Muss gleich nochmal gucken. Muss gleich nochmal nachzählen, wie viele Strukturen das jetzt sind. Genau, 2 von denen. Dann noch mehr Wände. Und dann obendrauf noch Dachplatten. Da kann ja gleich weitere Ceilings machen eigentlich. Machen wir mal 4 Ceilings. Genau. So sollte das passen. Alles klar. Wird gecraftet, wird gecraftet. Dann verbauen wir das mal. Verbauen und nicht versauen. Oh nein, wieso komme ich denn hier nicht rein? Wieso komme ich durch diese Tür nicht durch? Bin ich so fett geworden? Das gibt's ja nicht. Es kommt von dem vielen Dung, den ich immer esse. Übergewicht durch Dung. Also, liebe Kinder, wisst ihr Bescheid. Hände weg vom Dung. Das ist wirklich nur was für Kakao. So. Und einfach jetzt noch eine Decke drauf oben. Da hinten müssen wir noch zumachen. Jawohl, so jetzt komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr raus. Wenn ich mich ducke, geht's. Okay, ich muss mich ducken. Ich muss mich ducken, um durch die Tür zu kommen. Wie albern ist das denn? Irgendwie ist das albern. So, wir brauchen noch eine Wand. Einmal Wand. Und das war's auch schon. Okay, Thatches fehlen noch. Gut, da haben wir auf jeden Fall noch genug Material. Oder wir hatten genug Material, um das jetzt zu bauen. Gar nicht mal so verkehrt. So, die letzte Wand setze ich jetzt noch. Muss mich echt ducken, um da reinzukommen. So. Haha, ein wunderschönes Holzhaus. Und jetzt gucke ich nochmal nach. Ich möchte jetzt nämlich gerne noch gleich so eine Eisenschmelze reinmachen. Moment, jetzt mal kurz nachzählen. Wie viele Strukturen sind das jetzt? Also... Unten 4, oben 4, sind immerhin schon 8. Dann haben wir eine Tür und einen Eingang. Und 7 Wände. Also nochmal 11 Einheiten. Das sind schon... Oh, das sind schon 19. Wir haben schon die Hälfte. Die Hälfte ist schon voll. Das ist ziemlich heftig. Okay, Moment. Ich wollte jetzt bauen. Eine Schmelze. Ich hatte doch einen Blueprint für eine Schmelze. Boah, bin ich jetzt bekloppt. Warum habe ich den weggeschmissen, ich Idiot? Ist, glaube ich, alles noch in der anderen Base, ne? So die Sachen wie Schmelzen, Blueprints und Blueprints für Generatoren und so. Aber Generator kann ich eigentlich machen. Wartet mal, den habe ich ja freigeschaltet. Wenn ich schon sonst nichts machen kann, dann wenigstens den Generator. Structures, Electrical, genau. Der braucht sogar noch nicht mal so viel Zeug. Dann machen wir den doch gleich mal. Genau. Habe ich noch Leitungen, Stromleitungen? Ah, das machen wir später. Erstmal den Generator setzen. So. Dann haben wir ein bewegliches Licht. Mache ich den in die Base rein oder oben drauf? Wie viel Hells hat denn so ein Generator eigentlich?
Moment, da muss ich mal bei dem Generator gucken, der hier hinten im Generatorhaus drin ist. 1000. Ist gar nicht so viel, oder? 1000. Wenn der angegriffen wird, von was kann der beschädigt werden? Zählt der als Holzstruktur oder als Steinstruktur? Oder als Eisenstruktur? Naja, ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn der Generator gut geschützt steht, oder? Ach, guckt mal, den kann ich auch hier hinbauen. Na, wartet mal, dann machen wir das doch. Bauen wir den doch mal. Bauen wir den doch mal. Ha! Gott, ausgerutscht. Wartet mal, machen wir den mal. Weil ich jetzt eh schon so ein großes Problem habe mit der Tür, baue ich den mal direkt neben die Tür, damit mein Problem noch größer wird. Oh nein. Okay. Ja, das passt, das gefällt mir. Genau so. Ja, der bräuchte jetzt natürlich noch eine Form von Fuel, also der bräuchte noch Benzin. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal die Folge zu Ende. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, wie wir das hier noch ausbauen. Eventuell fliege ich nochmal zur alten Base und gucke mir noch ein paar Blueprints an. Organisiere mir noch ein paar Blueprints, dass ich noch ein paar sinnvolle Ergänzungen hier reincraften kann in dieses Häuschen. Und vielleicht auch noch eine breitere Tür irgendwie, wenn es irgendwie geht. Mal schauen. Bis zur nächsten Folge Ark Survive Evolved. Bis dann, ciao, ciao.